Ich kauf nur. Jetzt tut er so. Er tut so, als ob er voll der gesund lebende Mensch ist. Ja, toll. Ja. Sieht man ja auch, oder? Erstmal. Ich bin auch hier. Hallo. Und ich mache sogar deine Spaßpillen hier fertig. Wow, was ist das denn? Was denn? So lang macht sie sich. Die kriegt er jetzt. So, komm. Bitteschön. Der Kühlschrank steht übrigens schief, den haben wir nämlich umgestellt. Wenn du noch einmal sagst, dass der Kühlschrank schief steht, dann raste ich aus. Er ist ruhig. Was machst du da, Leni? Gucken? Ja. So, wir müssen. Ich kann übrigens einen Zaubertrick. Was für ein Zaubertrick? Was kommt jetzt? Ja, ich kann meinen Pullover ausziehen, ohne meinen Pullover auszuziehen. Achtung. Oh. Und? Wie hast du das denn gemacht? Ja, das ist reine Geschwindigkeit. Was? Boah. Geschwindigkeit. Du bist ja gut. Ist dir gar nicht aufgefallen, ne? Ist dir gar nicht aufgefallen, dass du das T-Shirt passend zum Pullover gekauft hast? Doch, das ist mir aufgefallen. Ach, das ist dir doch voll aber den Trick, das ist unglaublich. Ja. Unbelievable. Unbelievable. Hier sind deine... Ah, nee, Tabletten hast du schon. Multi nehme ich mit, ne? Ja. Gut. Ich will wieder mein Bett. Gut, dann haben wir es. Die muss ich noch einsortieren. Hier haben wir noch einmal, haben wir hier noch Proben. Was guckst du mich so an? Was die müssen gleich noch weg. Brot habe ich. Ja. Was ist denn los, du kleines Muschelmädchen? Worauf wartest du? Hi, mein Schatz. Kann so wenig erkennen, ne? So dunkel. Aber heute sind wir ein bisschen eher zu Hause. Noch kurz einkaufen? Sollen wir dir was mitbringen? Sie hat nichts auf die Liste geschrieben. Ich bin ja extra gestern noch losgefahren, um ihr Felix zu kaufen. Ja, und mir Ziegenkäse mit Bacon. Boah, ein Traum. Die ganze Bude hat gerochen. Da ist er gestern noch um 7:30 losgefahren, hat mir das noch besorgt. Bude hat gerochen. Sehr nett, ne? Nee, dir habe ich das mitgebracht, weil ich einkaufen war. Wegen ihr bin ich einkaufen. Tu doch nicht so. Ich bin doch dein schönstes Beiwerk. Ja, aber sie hatte kein Felix mehr. Ja. Du hättest was essen können. Da war noch was da. So ist das nicht. Aber sie hatte nichts. So, wir müssen. Dann, was ist? Du bist ernsthaft der einzige Mensch auf der Welt, der schafft, so einen Griff falsch rum anzubringen. Wie habe ich das? Falsch? Achso, ja, man muss das so hochnehmen, oder? Anders? Ja. Scheiße. Aber das ging nur in die eine Richtung. Nein, das geht nicht nur in die eine Richtung. Ich habe jetzt den Griff. Ich zeige euch das. Achso, ich dachte so, wenn man die so festhält. Ja, wann hältst du den so fest? Oft. Ja. Ja, dann ist es doch richtig. So? Ist doch richtig. Eigentlich. Okay. Guck mal hier. Oh ne, der Spiegel ist so dreckig. Kann ich euch gar nicht, darf ich euch gar nicht zeigen hier? Nee. Geht gar nicht. Boah, ist der Spiegel dreckig. Egal, Leute. So, es so, ist 13:29 Uhr. Sieht man das? Wenn man das so rum, er meinte, ich habe den jetzt verkehrt rum, aber der muss so rum, weil die meiste Zeit filme ich auch ja dich und dann halte ich die ja auch so. Du sollst mich nicht filmen. Kamera, warum ist der Spiegel denn so dreckig? Ja, wer macht den Spiegel wohl so dreckig? Da sieht es noch schlimmer aus. Da ist auch ein Fleck, was ist das? Hier, der Fleck ist noch der schlimmste. Was war das, eine Spinne? Nee. Da hat Ricarda eine Spinne erschlagen. Nee, das ist das Schlimmste, noch, da bei dir. Da. Wie sollen wir nur dieses Rosenstolz-Auto jemals verkaufen? Ist verkauft. Ist schon? Ja. Ich krieg das Geld geschickt und ich schicke das Auto, ungesehen. Wie schickst du das Auto dann? Per Post. DHL, Hermes. Nein, ich bin großer Fan von Hermes. Ja, hast du recht. Also wir... Steht da jetzt ernsthaft ein laufendes Auto mit Warnblinker? Ja, brauchst du jetzt nicht.
an der Bushaltestelle. Wen interessiert das jetzt? Das brauchst du nicht im Video, das kann ich wieder rausschneiden. Wen interessiert das, ob da jetzt das Auto mit warmem Brennstoff ist? Riech mich nicht auf. Ist gut, so. Nee, aber du, ist das so, ja, oder? Was meinst du? Sollen wir das so machen? Das ist auf jeden Fall, kann ich das ein bisschen weiter weghalten dann auch, ne? Ich weiß nicht, wie das aussieht. Wir testen das einfach mal. Ja, ich bin ja froh, dass jetzt Feierabend ist, Wochenende ist. Es ist Wochenende. 4 Tage frei. Kann man ja so sagen, die Videos kommen ja ein bisschen versetzt. Wir haben Freitag Brückentag und da freue ich mich wirklich sehr. Die letzten Tage waren sehr kräftezehrend und anstrengend, gerade weil ich ja auch ein Doppelleben führe. Doppelberufsleben. Doppelkinnleben. Ja. Ja, das kommt wohl hin. Ich habe ein Doppelkinn, ein Doppelgesicht. Ein Übergesicht. Ein Übergesicht. Genau, das ziehe ich mir dann abends ab und dann kommt mein anderes Gesicht drauf, genau. Ja, ihr merkt, wir sind wirklich urlaubsreif, kann man schon fast sagen. Aber wir haben es ja bald geschafft. Wir haben ja im Sommer nur 2 Wochen Urlaub, dafür haben wir aber Weihnachtsurlaub 3 Wochen. Und ja, im Normalfall kenne ich ja vom Einzelhandel überhaupt nicht. Da musste ich ja Weihnachten arbeiten, Silvester arbeiten. Das ist hier sehr, sehr schön. Da haben wir richtig schön Urlaub. Zwar im Sommer nur 2 Wochen, aber ist auch nicht so schlimm. Muss ich das nur immer wieder sagen, das ist sehr, sehr schön. Jetzt wollen wir erstmal einkaufen und dann haben wir gleich endlich, dann kann man sagen, ist Feierabend erst. Weil diese Einkauferei, die geht einem sowas von auf dem SACK. Auf den haarigen Sack. Manuel. Was? Das schneide ich raus, nachher wird es nicht genehmigt. Was ist daran nicht zu genehmigen? Das ist nun mal so. Also, jetzt, was hat der denn auf dem Auto? Das ist Helvert Besünners. Kaffee. Besünnes. Ach, das ist hier Besünners. Helvert Besünners. Das ist hier Kaffeerösterei Baum. Ach so. Yeah. Jetzt mach mal Auto aus jetzt. Oder wollen wir noch zum Multi? Also jetzt nicht hier bei Aldi. Doch, wir gehen jetzt zu Aldi und ins Multi. Stehen jetzt bei Aldi. Da wollte man jetzt die Sachen einkaufen. Ja, eigentlich normal einkaufen und das, was es nicht bei Aldi gibt, bei Multi einkaufen. Aber falls. Kann auch sein, dass wir alles da kriegen. Finde ich schon wieder, ist für mich gar nichts. Ich gehe immer nur an eine Stelle einkaufen, damit ich meine Ruhe dann habe. Nee. Weil das kostet so unendlich viel Zeit. Das da jetzt rein. Das kostet Zeit. Dann stehst du erst an der... Erst zu DM, dann zu Rossmann, dann zu Müller, um dann bei Brigitte Bijou. Das ist ja unser Nachmittag, das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist Zeitverschwendung. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist Zeitverschwendung. Jetzt wollen wir Wochenende haben. Zeitverschwendung. Und ich bin der Meinung, wir können jetzt beim Multi reingehen, nehmen uns einen Easy Shopper, dann brauchen wir nur einmal einpacken, einmal auspacken. Ich ignoriere deine Meinung restlos. Und dann haben wir eigentlich schon alles, was man braucht. Die Meinung ist mir gerade sowas von egal. Wir gehen jetzt da hin. Was hast du da jetzt schon wieder drauf geguckt? Was das ist, wo das wegkommt. Phantasial. Ich dachte gerade, da steht Phantasialand. Phantasia? Da steht Fantasiel. Das ist fantasiel.com. Fantasial. Ach, das gerade ist eine Marke. Das ist eine Marke. Fantasial. Gerade haben wir auch schon wieder blamiert. Da hatte ich gerade einen am Telefon, habe ich die E-Mail-Adresse abgefragt. Und dann sagt er K+. Und da habe ich K geschrieben. K. Ich so K und dann das Pluszeichen oder Plus ausgeschrieben. Nee, sagt er K wie Auto, Englisch, K. Also C-A-R-K und dann Plus. Ja. Aber ich habe es dann noch kapiert. Ich habe da dann wieder einen kleinen Scherz gemacht und dann war alles wieder gut und hat er gelacht. Und dann hat man ja gleich die Lache auf seiner Seite. Und dann, ja, läuft das, ne? Gut. Wollen wir jetzt zu Aldi, dann kriegst du deinen Willen. Dann lass uns jetzt dahin. Vielleicht kriegen wir ja auch alles bei Aldi, was wir müssen. Nur überlegen, heute ist Mittwoch. Also wir müssen Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Sonntag am besten was für 2 Tage, damit wir Montag noch was haben, was Sinn machen würde für Arbeit. Und jetzt Donnerstag, Freitag, Samstag, so dass wir das vollständig haben. Und dann müssen wir gucken, was noch fehlt. Das ist jetzt einfach gleich die Frage. So. Okay. Okay. Aber ich will nicht. Ich will keine Menschen mehr sehen. Ehrlich zu sein, habe ich jetzt gerade so viel Bock auszusteigen wie in meinem Leben noch nicht. Ich möchte jetzt hier eigentlich sitzen und meine Serien gucken und... Welche Serien? Ich gucke mir jetzt eine Serie einfach. Ich mache mir eine Serie auf dem Handy an und dann... Komm, wir machen jetzt einfach, damit du deinen Willen kriegst. Das hat nichts mit dem Willen zu tun, das hat einfach was mit gesund... Weißt du eigentlich, was ich gestern ausgegeben habe bei Kombi für den Scheiß? 50? Drüber. Nee. 59 Euro. Für die paar Sachen. Für den paar...
Ich habe echt in den Wagen geguckt und ich habe es, ja okay, da waren dreimal Leni-Futter bei für 9 Euro. Ja, die großen Pakete. Ziegenkäse ist teuer. Eine Ziegenrolle. Ja, das, ich bin immer noch der Meinung, dass die Ziegenrolle nicht richtig war. Dass es Ziegenkäse gibt und Ziegenrolle ist ein Unterschied. Wie kommst du darauf? Ja, so, wir gehen jetzt erstmal los. Ach, ich weiß, was der Unterschied ist. Was? Du hattest, glaube ich, beim letzten Mal Ziegenfrischkäse. Das könnte ja der Unterschied sein. Wir sind ja jetzt bei Aldi, dann kann ich mir die fertigen ja mitnehmen wieder. Die gab es hier nämlich. Die fettigen. Die fettigen für mein fettigen, Übergesicht. Fettigen, Doppelleben. Fettigen Ziegenkäse. Für mein Übergesicht. Doppelleben. Ja, doch, für dein Übergesichts-Doppelleben. Das ist ja egal, wie ich aussehe. Die fettige. Dann ziehe ich mein Gesicht wieder ab und dann bin ich wieder dünn. Fettigkeit. Ich meine, das Zeug riecht wirklich so, das schmeckt so. Und also gestern hat es bei uns gerochen, als ob ich in einem Ziegenstall wohnen würde. Nein, das kommt, weil du es nicht essen magst. Du hast selber gesagt, das riecht die ganze Zeit. Nachher wohl. Ja. Ich hatte das ja in der Heißluftfritteuse. Aha. Und dann hat es schon gestunken. Das nach stimmt, aber erst Füßen. Später, also bevor das gar geworden ist, weil es auch es ein bisschen aufgelaufen ist. Es hat nach Füßen gerochen. Ja, ist gut, als mal ob ein Ruf. Riesiger, los, ein geh riesiger, jetzt raus, geh raus, ein 2 Meter großer Fuß bei uns durchs Wohnzimmer gelaufen wäre. Bauarbeiter, der 10 Stunden auf dem Bau. Ja, mit Wollsocken in den Arbeitsschuhen und der hat geschwitzt, als ob der für sein Leben gerannt ist. So hat's gerochen. So, jetzt haben wir nämlich gestern einen Fehler gemacht. Ich hatte nämlich, siehst du, Ziegenrolle war nämlich was anderes. Nee. Dieses Ziegenfrischkäse. Das hat nichts mit der Ziegenrolle zu tun. Das andere war Ziegenkäse und das ist Frischkäse. Dann nämlich, ich bin schon ganz aufgeregt, weil die sind so lecker, Leute, Hammer. Nehme ich mir nämlich jetzt wieder mit für heute und dann einfach einen Salat dazu. Das ist köstlich. Und das ist nämlich Ziegenfrischkäse. Mega, dass sie die noch haben. Kostet aber 3,99 für 6 so kleine Dinger hier, ne? Und hier, für Ultra-Übergesicht. Also schlimmer geht's nicht. Was ist das? E. Was heißt also E? Also keinerlei Nährwert für dicke Morse. Das macht mir gar nichts aus. Hauptsache, so, das ist erstmal lecker. Du kaufst hier E und ich kauf nur. Jetzt tut er so. Er tut so, als ob er voll der gesund lebende Mensch ist. Ja, voll. Ja. Sieht man ja auch, oder? Guck mal, nehme ich mir da einen Salat mit. Sieht man das nicht? Und dann passt das. Ah. Guck mal, hier sind wir auch schon in der gesunden Frischecke. Ich nehme hier einen schönen Salat einfach und dann mache ich mir da wieder ein paar Gurken rein. Gurken habe ich noch. Und dann mit, was hast du mir gestern mitgebracht? French Dressing, da ist auch noch ein bisschen drin, ne? Ja, das kann ich eigentlich schon mitnehmen. Willst du dann auch Salat, oder? Ja. Okay, dann nehme ich das Große mit, ne? Aber von hinten, ihr kennt das, Leute. Niemals von vorne Ware nehmen. Wintermix und Super, da ist auch noch. Ja, aber das sind ja so kleine. Ja, aber da ist ja nur so wenig drin. Wenn du auch was möchtest, reicht das nicht. Wintermix oder Country Mix? Und welches Dressing? Okay, da kommt dann mein Übergesicht. Heute Abend bleibt mein Übergesicht den ganzen Abend drauf. So, hier gibt es übrigens auch das leckere Gewürz. Ja, und was gut ist, ist wirklich das Aglio e Olio für Spaghetti. Das benutze ich aber zum Beispiel halt auch schon für Bratkartoffeln bzw. hier Kartoffelspalten benutzt. Ist auch lecker. Und das ist so ein bisschen Patatas Bravas, ne? Dann haben wir, hier ist Avocado. Aber ich werde jetzt noch ausprobieren. Steak-Profi nehme ich mal mit. Und irgendwer hat geschrieben, Stullengenie soll so geil sein. Für was ist das dann? Das stimmt auch für alles, was da drin. Paprika, Tomatenzwiebel, Lauch und Kümmel. Und geräuchertes Salz. Oh. Ja, probieren kann man das ja mal. Ne? Ich brauch das immer in Vorrat. Die kosten 1,59. Und die anderen von Just Spice oder wie das heißt? 5 Euro plus. Ja. Ich glaube sogar Avocado kostet 6,49 oder so. Schmeckt genau so, Leute. Soll man die teuren Sachen dann kaufen? Es ist doch wieder mehr geworden, als wir eigentlich wollten. Wollt ihr einen Food Hall sehen? Food Hall, der Food Hall der Schande. Ihr findet das ja immer ganz interessant. Ja.
Ja, Sirs. Na okay, komm, Gewürze sind ein bisschen was, Pasta, Bittergetränke. Okay. Hast du auch meine Dinger nicht vergessen hier? Die wichtigsten, die Ziegenkäse. Im Speckmantel. 15 da sind Euro. Sie. Hä? 3,99 kosten die. Hier, alles unwichtig. Hauptsache, ich habe meinen Ziegenfrischkäse. Im Speckmantel. Du bist mir auch so eine frische Käse. Ja, wollen wir Foodhaul machen? Was meinst du? Können wir tun. Wenn du Bock hast. Ich habe da keine Lust zu. Ich filme das wohl, aber du, wenn du das alles aufsagen möchtest, ja, da. Ich gebe euch schon mal, die Gesamtsumme. Ah. 150 Euro. Es ist einfach, Essen wird immer teurer, ne? Das ist jetzt nichts Besonderes. Das werdet ihr gleich sehen im Foodhaul. Ja, im nächsten Video. Jetzt habe ich hier in meiner Gierigkeit, in meiner Hungrigkeit, gar nicht gefilmt. Ich habe nur einen Salat und dann diese, wie nennt man die denn hier? Geht er auseinander. Och Mann, jetzt wollte ich euch das so schön hier präsentieren. Jetzt hängt das hier aneinander. Moment. Guckt euch das an, wie schön der Ziegenkäse hier verläuft. Ein Traum. Natürlich nur, wenn man Ziegenkäse mag. Hier riecht schon wieder nach Fuß. Nee, das riecht nicht. Da haben wir uns tatsächlich versehen. Das ist Frischkäse und gestern das war Ziegenrolle. Ich sag nichts mehr, wir hatten hier gerade den größten Krach. Wegen dem ollen Foodhaul, ne? Ich weiß nicht, ob ihr den jemals zu Gesicht bekommen werdet, aber mal gucken. Okay, so, jetzt muss ich aber dringend weiter essen. Ich bin wieder im Büro, es ist 20 vor 8. Ich habe hier soweit alles erledigt zu Hause. Wir haben lecker gegessen, habt ihr noch gesehen. Köstlich war das wirklich. Und jetzt werde ich für diesen wunderschönen Kanal noch ein neues Video erstellen. Mal gucken, wie weit ich komme. Jetzt ist es 8:15, um 8:30 haben wir schon wieder ein Coaching. Da möchte ich heute unbedingt dran teilnehmen. Und ja, jetzt habe ich noch 45 Minuten Zeit. Die nutze ich natürlich jetzt, um ja, da so ein bisschen was zu machen, damit ich dann morgen nicht so viel machen muss. Und mal schauen, wie weit ich komme. Genau, das werde ich jetzt machen. Verabschiede mich für heute und wir sehen uns ganz, ganz schnell wieder. Macht es gut und hier, ne, wenn ihr noch nicht abonniert habt, Abo dalassen. Wir freuen uns. Ciao.